Willkommen in der Ausstellung im Atelier Liebermann, Gerhard Richter, Atlas Übersicht 1 zu 2. Das Werk Atlas ist riesengroß. Auf über 809 Tafeln sind über 8000 Einzelmotive von Gerhard Richter zusammengetragen worden. Wir wollen uns jetzt in einer kurzen Einzelansicht diesen Block angucken, diese Tafeln, die sich mit der Entstehung von Schwarz-Rot-Gold, einem Werk, das direkt gegenüber im Reichstag in Fußnähe vom Max-Liebermann-Haus, in dem wir uns gerade befinden, zu sehen ist. Diese Tafeln sind deswegen so spannend, weil wir hier die Genese eines Werkes von Gerhard Richter nachverfolgen können. Wenn man in den Reichstag geht, sieht man später eine abstrakte Farbfeldmalerei in den Farben der deutschen Nationalflagge. Hier können wir jetzt sehen, welche Gedankengänge diesem Werk vorangegangen sind, bevor es in dieser Form schließlich ausgefeuert wurde. Und was kaum jemand vermutet, ursprünglich hat Gerhard Richter mit dem Gedanken gespielt, Bilder aus Konzentrationslagern in der Eingangshalle des Bundestages anzubringen. Diese Bilder wurden zusammengetragen. Er hat sie abfotografiert aus Publikationen, die zu haben waren, teilweise unscharf, um schon die Wirkung zu simulieren, die das später einmal in der Eingangshalle haben würde. Auf den Tafeln des Atlas sehen wir eben auch diese Raumillustrationen. Er probiert hier aus, wie könnte die Raumwirkung mit einer entsprechenden Werksgruppe sein. Hier sehen wir deren Versuch mit den Holocaust-Darstellungen. Er war ganz offensichtlich nicht zufrieden damit und hat diese Idee verworfen. Er ist zu Farbfeldmalereien übergegangen, ähnlich den Musterkarten, die man schon kennt aus seinem Werk. Hier ganz bunt, eher monochrome Versuche. All dies hat er weiter verworfen. Der Atlas fungiert hier wie eine Art Werksarchiv. Wir können verfolgen, welche Gedankenschritte der Künstler während der Schaffung seines Werkes hatte, um dann schließlich zu der endgültigen Form zu gelangen. Die Idee der Nationalfarben hat auch diverse Stadien durchworfen. Wir sehen hier verschiedenste Versuche, wie man Schwarz-Rot-Gold anordnen könnte, bis Gerhard Richter schließlich zu dieser Form, die es dann schlussendlich geworden ist, gekommen ist. Es ist für uns natürlich hier im Max-Liebermann-Haus besonders schön, diese Tafeln hier zu zeigen, weil wir uns in unmittelbarer Nähe des Bundestages bzw. Reichstags befinden. Und Max Liebermann, der ehemalige Hausherr, konnte hier 1933 beobachten, wie der Reichstag abbrannte und sozusagen das Ende der Demokratie in Deutschland eingeleitet wurde. Gerhard Richter setzt sich mit einem elementaren Punkt der deutschen Geschichte aus für diesen Ort, für den Reichstag, und wir können das hier sozusagen live mitverfolgen.